hat der drei Commander von Team Galactic wollen eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Dafür arbeiten wir sehr hart und alles, was wir im Gegensatz dafür verlangen, ist Verständnis. Doch selbst erscheint uns zu viel zu verlangen zu sein. Niemand versteht uns. Du auch nicht? Habe ich recht? Das macht mich wirklich traurig. Da bleibt es nichts anderes übrig, als einen Pokémon-Kampf über alles Weitere entscheiden zu lassen. Wenn ich gewinne, verschwindest du von hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic diesen Ort für immer verlassen. Nun gut. Wen haben wir denn hier vor uns? Und zwar Commander Mars. Mit einem Subat. Das sollte nicht das größte Problem sein. Das größte Problem wartet, als größtes Problem wartet danach. Gut, ich mache das jetzt anders. Ich gehe nämlich vorher auf Dings, auf Kraftschub. Ich booste mich immer vor, für mein, für das, was danach kommt. Ich hoffe, dass ich drei Runden schaffe. Nee, nicht wirklich. Denn durch die Kehrtwende geht Subat jetzt zurück und sie kommt mit einem ihren Haupt-Pokémon und zwar ein Schnurrbart. Die Weiterentwicklung von Charmion, also etwas, ja, fette Katze, dicke Katze, wie auch immer. GFA-Partnare. Mogel liebe ich. Damit, das ist so wie so ein Spezial. Aua, deine scheiß Kratzer. Nehmen die A-Partnare. Ja, ich hatte gedacht, dass das Super vielleicht noch ein bisschen was macht. Ah, ist fast sogar ein Volltreffer. Also es war ein Volltreffer, aber es reicht nicht, um den K.O. zu setzen. Ich wollte vorbei an dieser Beere. Ne, es war kein K.O. Ich setze trotzdem einen Supertrank an, mir ist das gerade ein bisschen zu heiß. Diese Schnurrgas, das ist unser Typ normal. Sonst dass die Flinklauer triggert, ne? Tut sie nicht. Der Kratzer geht durch. Aber es gibt diese Schnur aus Bad. Tschüss. Schlag ist erreicht Level 15, Staravia ebenfalls und Pikachu erreicht sogar Level 18. So. Jetzt kommt natürlich Zubat wieder, aber Zubat wird jetzt nicht das größte Problem mehr werden. Wir sind zwar jetzt geboostet und ja, das sollte nicht das Problem sein. Jo, eigentlich war es dann doch nicht das große Problem, wie ich mir eigentlich gedacht habe. Der Schnurrgas, es kann durchaus ziemlich eklig werden, aber war es dann im Endeffekt nicht so wirklich und wir haben sie geschlagen. Ich habe verloren, unfassbar, du dreiste Rotznase. Na du, Shinox entwickelt sich. Und wird zu einem Luxio. Gut. Ah, ups, da habe ich ja ordentlich missgebaut. Das macht rein gar nichts. Hier zu kämpfen hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Und jetzt verabschiede ich mich. Verschwinde von dir. Fürs Erste. Ah, Team Galactic. Sie reden immer davon, dass sie so viel Energie und so viele Pokémon wie möglich sammeln wollen, um ein neues Universum zu schaffen. Aber für mich gibt das alles überhaupt keinen Sinn. Jedenfalls bin ich dir für deine Hilfe wirklich sehr dankbar. Jetzt kann ich endlich wieder zu meiner kleinen Tochter. Papa! Pfui, du stinkst. Geh duschen, Papa. Oh, tut mir leid. Hey, ich musste pausenlos für Sie arbeiten. Vielen Dank, Herr Trainer. Entschuldigung. Vielen Dank, Herr Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute verjagt. Jetzt hat das Ballon-Pokémon bestimmt bald wieder auf. Jo. Und zwar, Driftlon. Jeden Freitagabend, ich weiß gerade nicht, ob das bestimmt ist, ich glaube 18 Uhr, taucht das Pokémon hier an dieser Stelle auf, da wo wir jetzt gerade stehen. Und ja. Kann gefangen werden.
Na gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und dann geht's hoch zur Route 205. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Und wir machen heute weiter mit Route 205. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Windkraftwerk vom Team Galactic befreit. Und ja, wie gesagt, ich meine, es war Route 205, kann der Route 206 auch schon sein. Aber ich werde jetzt erstmal kurz mein Team heilen. Das ist erstmal das Allerwichtigste, weil ja, mit einem Pokémon kämpft es halt so deutlich besser. Und vielleicht kriegen wir heute schon unser nächstes Teammitglied. Vielleicht, oder auch erst in der nächsten Folge. Ich muss es jetzt tatsächlich gleich mal gucken, welche Pokémon da an dieser Route gleich zu fangen sind. Wenn ich weiß genau, welche Route, dann gucke ich nämlich gleich mal kurz nach. Ich meine, es wäre Route 206. Es ist tatsächlich die Route 205. So, da gucke ich jetzt mal nach, während wir gleich hier mit dieser Trainerin uns duellieren. Ich bin sofort bei euch. So, einmal die Route 205. Und zwar, was gibt es denn hier Hübsches zu fangen? Kriegen wir schon unser erstes Teammitglied? Also unser zweites. Benita, Pachirisu, Barmelin und Charlelos sind hier zu fangen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Nein, habe ich nicht richtig gesehen. Weil es waren die falschen Editionen. Aber es ändert sich trotzdem nicht daran. Es sind nämlich genau dieselben Pokémon, die hier zu fangen sein. Und dementsprechend keins von denen mit unserem Teammitglied. Wir werden zu einem schnellen Kampf, bevor ich zum ewigen Wald aufbreche. Okay, machen wir. Und zwar mit dem Kämpfer, Nick. Und der hat ein Ponyta. Für uns also kein Problem. Das ist ein Feuer-Pokémon und dementsprechend. Dürfte das für unser Pliprin nicht die größte Herausforderung darstellen. Das hat eine gute Initiative. So, gehen wir mal rein. Natürlich bei der Aqua-Knarre, warum auch nicht. So, der gute Kempernick ist besiegt. Und seine Bonita. Was hast du hier? Wenn du Honig auf die Rinde eines süßlich duftenden Baumes schmierst, packst du so vielleicht Pokémon an. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Oder haben wir ja schon gemacht. Und ich glaube, hier kommen wir relativ gut mit unserem Starter zurecht. Weil hier ist nämlich ein Wanderer. Und Wanderer haben ja meistens Stein-Pokémon. Richtig. Ob in den Bergen oder in der Ebene. Ich bin stets zum Wandern bereit. Los geht's. Wanderer Karel mit 4 Pokémon. Und er fängt tatsächlich wie erwartet von einem Stein-Pokémon an, also einem Steinstein. Oh, ich bin gespannt, wenn endlich mein zweites Teammitglied enthüllt wird. Also sagen wir mal so, wenn ich mal langsam merke, dass mein Teammitglied fängt an zu wachsen. So. Weil, wie gesagt, die anderen sind keine. Das ist nur wirklich ein Ergänzungs-Pokémon. Um einfach ein bisschen was mehr dabei zu haben. Okay, so. Aua! Bist du mal auf damit? Nimm eine Pizza! So. Steigt schon Level auf, Level 16, jetzt haben wir noch 30 Sekunden. So.
Tarabia erreicht Level, ebenfalls Level 16. Und jetzt hast du einen Bidiza noch, okay. Ich dachte mir, du hättest jetzt weiteren nochmal Kleinschwein oder vielleicht ein Onyx, das wäre natürlich auch okay gewesen. Aber nein, du hast einen Bidiza vor dir. Oh. Ja, weiter. Dann nochmal die Superklaue. So, der Wanderer Karel ist Geschichte. Das Item nehmen wir mit. Das ist nämlich, ja, für mich, meine Meinung, auch ein unnützes Item, weil es ist eine Katzenlegsangriff. So, dann haben wir hier noch eine junge Dame. Liebe Pokémon, die süßlich nicht duften. Dann hast du bestimmt irgendwie ein Roselia oder sowas. Du hast nämlich nur ein Pokémon. Ne, Knospi hat sie. Ist eine Aromalady. Eleonora. Mit einem Knospi. Naja. Sollte man machen. Sollte keine allzu sehr große Herausforderung darstellen. Ja, ich hab's jetzt gehabt. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass sie diese scheiß Fähigkeit antriggert. So, jetzt sagst du mal, wir sind übrigens vergiftet. Ich bin nicht Fähigkeit von ihm, den Gift Dawn. Na dann. Nochmal die Finklaue. Gut, ich muss mal gerade was gucken. Ich wollte mich mal gerade gucken, wo befindet sich mein zweites fixes Teammitglied? Auf welchen Routen, beziehungsweise wann kann ich das früheste Mal mein Pokémon erkennen? Bekommen, nicht erkennen, bekommen. Was ist das denn?